Wir haben ihn. Wir haben ihn eingekesselt. Komm, 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 du stirbst. Fällt es gleich zu. Oh, er ist voll eingekeult. Feuer! Feuer! Hallo? Oh, guck mal, er. Jack, lass mich nicht los. Da bin ich ins Wasser, guck mal. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video. Wir kämpfen wieder ein bisschen, beziehungsweise simulieren Kämpfe. Los geht's. Shit. Wir sind hier in der Schneelandschaft und kämpfen gegen sehr viele Speermänner. Und einige Schildis. Wir stellen hier mal Schützen auf und dann stellen wir in die Mitte noch zwei Katapulte. Unsere Einheiten können sich gegenseitig killen. Jetzt für alle Leute, die das Spiel noch nicht kennen. So, da. Oh, kommt die Katapulte. Kommt schon, Jungs. Ja. Oh, Schaden angerichtet, aber nice. Doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich bin im Moment... Katapulte, was macht ihr? Was macht ihr? Okay, es leben nur noch... Oh, was war das denn für ein krasser Teamkill? Okay, okay. Schwach. Sehr schwach. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Wegen dem Kommentare kommentieren. Lasst mich jetzt ganz kurz noch sagen, dass es, wenn ihr seht, oh, ich, der Dummbabler, habe auf eure Kommentare kommentiert und ihr wollt kommentieren, macht es am besten nicht über YouTube, weil dann startet ihr jedes Mal das Video neu. Ich weiß, einige lassen es dann trotzdem durchlaufen, wegen der Zuschauerbindung. Andere aber nicht. Deswegen, bitte, wenn es euch möglich ist, und das müsste eigentlich jeder möglich sein, der einen YouTube-Account hat, denn die YouTube-Accounts sind seit ein paar Jahren mit Google verworren. Wenn ihr euren YouTube-Kanal aufhabt, euren eigenen Kanal, auf dem vielleicht auch keine Videos sind, je nachdem, wie ihr eben, was ihr macht, dann müsste der ein Google Plus Symbol sein. Ihr klickt einfach auf dieses Google Plus Symbol und es öffnet sich diese Seite. Auf dieser Seite ist oben rechts nach ein paar Sekunden ploppt da wieder diese Glocke auf. Und wenn ihr auf diese Glocke klickt, geht folgendes Bild auf und auf diesem Bild könnt ihr schon sehen, dass sich da eigene Chats befinden, wo ihr einfach nur kurz antworten könnt. Ihr müsst das Video nicht nochmal öffnen, beziehungsweise es wird nicht nochmal geöffnet. Ihr könnt also einfach wie in einem Chat dann hin und her schreiben. Also ich rate das allen, die Antworten auf die Kommentare ausschließlich über Google Plus zu beantworten. Weil es halt auch viel angenehmer für euch ist, weil ihr nicht noch die Laderei habt mit dem Video und so. Ja, das war's auch schon. Weiter geht's. Oh, wie schwerfällig die sind. Das Dumme ist, sobald die hintereinander laufen, schießen die sich so in die Haxen. Okay, jetzt. Feuer! Feuer! Hallo? Oh, krass, wie sie abgehen mit ihren AWPs. Oh, da ist schon einer gefallen. Super. Oh, nein, das geht... Was ist mit ihm los? Guck mal. Ich bin kein guter Taktiker, ich merk's schon. Wie bin ich nur bis zu dem Level hier gekommen? Wir sind uns alle einig, dass die Katapulte nicht schlecht waren. Vielleicht müssen wir die so ein bisschen auseinandersetzen. So, dann sollte das doch jetzt easy funktionieren. Achtung, die Katapulte schießen natürlich auf die äußeren Mannschaften und nicht auf unsere Leute, ist klar. Oh Gott. Scheiße. Guck mal, da hinten der eine tanzt. Nein! Oh Gott, war das knapp. Los, renn mit deinem kleinen Ärschel. Renn, 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 renn. Hopp, 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 hopp. Ja, das sieht gut aus. Jawohl, solange dieser eine Rote da hinten noch lebt, dieser Mensch, jagen die nicht die Katapulte an. Nein, ich rieche Teambeschuss. Und wie arg. Aber vielleicht kann das noch machen, der Katapultier. Komm. Scheiße. Ach komm, es war sogar nur noch jetzt einer. Oh. Ich finde, wir sollten an den Katapulten festhalten, könnten aber auch mal eine Hawatscha testen. Ich zeig euch mal kurz, was eine Hawatscha ist, für die, die sie noch nicht gesehen haben. Das ist folgendes Gerät. Guck mal. Das Pferd fährt halt volle Pulle und ist tot. Super, unser Pferd ist schon down. Vielleicht kann unser Hawatscha-Meister was machen. Los, fang doch an zu schießen. Ja! Oh! What? Nice, dude! Jetzt ist er halt tot. Also er fällt jetzt gleich zu... Oh, er ist voll eingekeult. He just came. Er ist mit so krassem Elan bei der Arbeit. Guck mal. Und weiter geht's. Oh yeah, come on, dude. You can do it. Okay, zwei... Es ist nur noch einer. Es ist nur noch einer. Ja! Nein, da hinten ist noch einer. Den kriegen wir. Ziel, Ziel, Ziel. Feuer! Oh, yeah. Wir sind Batman. Wir haben es geschafft. Wir haben die verschissene Mission geschafft. Ich gehe gerne mit einem Peasant immer in die nächste Mission rein, um zu gucken, was auf uns zukommt. Aber wir machen das jetzt mit Chariots und mit Saiyan Peasants. Los geht's. Voll die schöne Welt. Wow. Okay, das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja mal total lächerlich. Das können wahrscheinlich die Peasants alleine machen. Guck mal, was für easy das wird. Oh, Scheiße. Ja, wissen Sie? Jawohl. Jungs, kommt. Nein. Oh, we need a fucking catapult. We need some musketeers. Die Musketiere können halt sehr, sehr weit schießen. Das ist das ist gut. Der Boxer pimmelt sie jetzt halt richtig hart kaputt. Ist auch gleichzeitig ein Schwimmer. Oh, 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 oh. Bam! Jawohl, sehr gut. Komm schon, Boxer. Boxer, machst du down. Oh, er hat voll in den Kopf gestochen, ne? Krass. Ey, aber die sind ganz langsam da drin. Die haben wir. Die haben wir easy. Guck mal. Die haben keine Chance. Scheiße. Achtung, pass auf. Ey, Leute, lasst ihn nicht rankommen. Schieß. Oh Gott, schieß doch. Ach, Mann, das war ja wohl etwas spät, ne? Ja, der katapultiert. Ja. Oh. Chariots. Super. Super Taktik. Immer für einen Lacher zu haben. Okay, Leute, komm schon, ran. Ich will alles sehen. Ja. Jawohl. Fester. Eigentlich sind die voll lang alive, die Chariots. Guck mal, wir haben gleich gewonnen. Okay.
Nicht, wenn der Mann so fährt wie du, ne? Oh Gott, was macht er? Flick Flag Overdeck. Bitte, der Kerl wurde eigentlich bei Too Fast Too Furious gecastet. Deswegen hat er das Victory eingefahren. Wortwörtlich. He's so fucking amazing. Now we need some cannon crews. I can smell it with my zinken. Was? Wie sind die eben gestartet? Ja, ich schlaf ja bei der Arbeit, Männer. Das finde ich aber jetzt nicht so gut. Wow. Alle daneben? Nee, oder? Was? Okay, ich weiß, wenn ich nicht mehr benutze. Boah. Oh, komm schon. Nein, 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 nein. Schieß! Oh. Ja, die Kanone hat den anderen erschlagen. Hat er gerade eine Kanonenkugel in die Fresse geschossen bekommen? Ich weiß, ich höre euch alle schreien. Mach Katapulte, mach... Niemanden gespawnt. One kind of pearl, two kind of pearl, three kind of pearl. Easy experience, meine Freunde. Wenn ihr alle gegen den Stein schießt, ne? Kann das nicht wirklich was werden. Das sind Könige. Das sind richtige Königspinguine, ja, so nennt man die. Oh, oh, aber die machen echt harte Treffer. Achtung, nein. Jungs! Oh, Jungs! Oh, er überschlägt sich, lebt noch. Oh, guck mal, er. Jack, lass mich nicht los. Da bin ich ins Wasser, guck mal. Jungs, nice. Nice! Ey, wir kommen gerade weiter ohne Ende. Level 19 schon. Hawatschas. So sieht's nämlich aus. Jetzt kommen sie. Shit, die haben echt eine Hawatscha. Nein, 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 die müssen wir down machen. Die müssen wir down machen. Jungs, 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 Jungs. Oh, wir sind tot. Wie geil! Die hatten einen blinden Schützen wie Edel. Oh, 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 oh. Kanon, ich meine Musketiere. Alles klar. Wow. Eine Cannon Crew. Und dann ganz viele Musketen. Archer schießen, glaube ich, ähnlich weit wie Musketiere. Wir schauen mal. Ah, die Kanonen Crew habe ich wieder scheiße gesetzt, ne? Der wird jetzt wahrscheinlich... Oh, Jungs. Jungs, bleib stehen! Ach, kommt. Kommt! Das hat jetzt verschreckt umgefallen? Euch hat nichts getroffen. Alles klar. Er macht noch einen Flickfack over deck. Wir machen mal kurz zwei Chariots und einen Farmer. Ich glaube, die Farmer sind ziemlich high level. Oh ja, guck mal da. Oh mein Gott. Oh, wie er abgeht, wie er abgeht. Er kommt einfach angeflogen. Krass, 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 krass. Einer noch, ein einziger. Come on. Oh, ja. Level 20. Chicken Man Man. Ihr werdet es gleich sehen. Das ist ein Mann, der Hühnchen scheißt. Wir machen mal kurz ein paar Chariots und werden das ausprobieren. So, los geht's. Ja, das ist er. Das ist Chicken Man Man. Alles klar, der scheißt die Chicken Mans aus. Die dann wiederum Hühner ausscheißen. Und diese Hühner sind der Overkill. Aber... Jungs, ihr könnt doch nicht einfach andauernd Teamkills veranstalten hier. Wer rennt? Das sind meine Hühner. Ja, aber wir geben den richtig, ne? Defeat. Ja, bei Chicken Man Man. Aha. So viel kann ich dazu nur sagen. Ganz klar Katapulte. Fire. Auf, Jungs. Haut rein. Warm. Ach so, ach, die Steine. Ich habe die Steine vergessen. Jawohl, der eine wurde schon umgerollt. Oh shit, die Hühner kommen. Feuer frei. Von allen Seiten, Männer. Aber auch treffend, bitte. Ja, komm. Sage mal. Oh Gott. Ba, 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 ba. Voll in die Nüsse. Er kann jetzt nicht überleben. Das erzählt er doch jetzt gerade seiner Mutter. Wir drängen ihn immer weiter zurück. Guck mal da in der Mitte. Der hat richtig zu tun hier. Bam. Oh. Super, Jungs. Sehr schön. Hab ich mir schon immer gewünscht. Wir haben ihn. Wir haben ihn eingekesselt. Komm, 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 komm. Du stirbst. Bam. Oh. Er ist so richtig so. Das ist ein Ventilator. Es ist nur noch einer. Und der wird jetzt von den Chicken niedergebumst. Oh. Go! Hawatschas, bitte. Du bist wirklich der König. Er schießt noch in unser Mate. Haben wir gewonnen? Er steht wieder auf. Fire, wir sind im Kopf. Die Hawatschas waren da gar nicht so schlecht, wenn sie nicht so scheiße gewesen wären. Ey, wir machen noch eine Ballista. Ja, warum sagt ihr denn nichts? Und dann noch ein Chariot. Nee, machen wir nicht. Aber Musketeers. Go! Jawohl, super, Dude. Das ist eine gute Ausgangsposition. Herrlich. Nein. Es ist wirklich der... Sag mal, könnt ihr mal vielleicht... Jetzt. Feuer! Trifft er überhaupt? Er schießt in den Stein. Ach, komm. Na ja, gut. Viel Spaß beim Verrecken, Dude. Come on, Dudy. You can do this, Dudy. Do it! Don't let your dreams be dreams. Guck mal, wie er da hockt. Die Hühner. Komm schon. Fucking Dreamer. Ich würde mal gerne Ballista-Truppe ausprobieren, die dann hoffentlich nicht so, ich sag mal, behindert spielen. Fahr auf den Stein. Ja, dann kannst du... Ich sehe schon, wie das endet hier mit ihm. Und das sieht auch sehr gefährlich aus. Oh mein Gott. Und du? Was machst du? Oh! Nice! Das ist hier der König im Ring, ne? Gerade. Ja, voll in den Arm. Oh, shit! Und er ist auch nice. Ja, sehr gut. Jungs, guck mal, der hat's im Arm stecken. Boom! In den zweiten Arm. In den anderen Arm halt. In den zweiten und in den dritten. Und daneben. Die zwei leben ja noch im Wasser. Sehr schön. Jungs, ihr müsst auf den Dicken schießen. Ich glaube, wir gewinnen, wenn wir den Dicken zerstören.
Es wäre echt dreist, wenn wir danach noch alle anderen zerstören müssten, die er bis dahin ausgeschissen hat. Ja, wir danced. I shit my leg. Er fällt gerade hin. Okay, last man standing. Guck mal, wer guckt. Oh, oh. Der wäre fast auf seinen Kopf getreten. Wow. Der wird richtig totgechickt. Oh, ganz knapp verloren. Ich habe die, glaube ich, etwas nah zueinander gestellt. Oh, shit. Kein Friendly Fire. Ich meine, gut, das hier ist natürlich jetzt schlecht. Aber guck mal hier. Die Boxer. Oh, die Boxer wurden weggefriendly fired. Mehr, mehr, mehr. Leute, Leute, nein! Oh, jetzt kommt das Friendly Fire zum Tragen. Warum kann ich nicht so einen scheiß Chicken Man spawnen? Ja, easy für dich, Angeber. Folgendermaßen läuft die Geschichte. Ich denke, dass wir möglicherweise hier mit den entscheidenden Treffer landen können. Und mit diesen drei Musketieren. Die sind sehr, sehr wichtig bei der Taktik. Passt bitte genau auf, in welcher Richtung hier die Dinger funken. Guck mal, er. Los, schneller! Betsy, schneller und das Pferd! Ich mach doch schon! Ich glaube, das ist es, ne? Ich glaube, die sind's. Ich glaube, die sind's wirklich. Nicht so viele. Wow, da hinten kann man aus der Map rausfallen. Oh, er ist tot. Jungs, ihr solltet vielleicht schießen. Aber auf den Dicken. Oh Gott, die Hühner kommen. Dam, 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 dam. Oh, er legt sich hin. Ist 20 echt das letzte Level? Sehe ich es richtig? Ich glaube, jetzt ist das letzte Level. Wenn wir das geschafft haben, hole ich das nächste Update. Das kam schon vor Monaten raus. Da kann man jetzt viel mehr machen. Alles ist besser balanced und es ist viel cooler und sowas. Aber ich wollte diesen Bild eben noch komplett durchspielen mit euch. Wenn er nicht umfallen würde, ne? Wäre das echt eine schnieke Sache mit den Havachas. Ah, die schießen schon. Die schießen voll daneben. Die schießen einfach vor ihnen. Einer hat getroffen. Und er schießt irgendwo hin, guck mal, aus Wut. Aus Wut schießt er einfach in die Botanik. Da, hier ist doch ein Teamkill geschehen, das sehe ich doch von hier. Also das scheint mir unmöglich zu sein gegen ihn. Du wisst ihr vielleicht eine Kombination, eine Anordnung, wie wir sie vielleicht am besten bekommen. Oh, der Große steckt auch. Oh, das könnte natürlich interessant werden, ne? Guck mal, wie er da steht. Wo ist denn hier die Bäckerei? Guck mal, was er macht. Wo schießt er denn hin? Und hier schaut jemand so ganz geheim zu. Während er die ganze Zeit Hühner ausscheißt. Guck mal. Das ist die Hühnerfabrik hier hinten. Auf den müssen wir eigentlich den Fokus setzen, da auf die Hühnerfabrik. Der hat 80% der Hühner ausgeschissen. Ganz alleine. Ich frage mich echt, ob wir gewinnen, wenn einzig und alleine der Fette stirbt. Das könnte man schaffen. Wäre edel, wenn ihr mir da ein paar Tipps und Platten rüberreichen könntet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer sehr für die Likes auf die letzten paar Videos. Wir sind immer mehr am Wachsen. Man merkt es jetzt halt einfach. Auf Steam geht es auch richtig ab. Auf Twitch, also im Stream, waren wir letztens über 100 Leute. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht mehr alles so richtig lesen kann. Es ist im Chat so viel los. Ich kann nicht mehr so richtig auf euch eingehen. Wir hatten alle so ein bisschen Schiss davor. Langsam tritt es ein. Ich will trotzdem so gut wie möglich alles am Laufen halten. Die Verbindungen, die wir schon knüpfen konnten. Ich will nach wie vor einfach ansprechbar sein, ja. Im Stream ist es mittlerweile halt leider wirklich schwer geworden, dass ich auf alles antworte und hin und her. Ich verspreche euch dennoch, es so gut wie möglich weiterhin zu machen und für alle einfach da zu sein. So wie ich es eben schaffe, auch über Facebook und Privatnachrichten über Twitter, Lirum Larum. Mir hat es richtig leid getan letztes Mal, weil diverse Fragen offen geblieben sind im Livestream. Und auch die Giveaways und Viewer Games ein bisschen stockend vorangegangen sind. Aber auch einfach aufgrund meiner Unfähigkeit, weil es mittlerweile halt so viele waren. Ich will die ganzen Abläufe optimieren. Ich will viel über die Steam-Gruppe machen, beziehungsweise über diesen Game-Link machen, dass ich nur noch den Gewinnern den Game-Link zuwispere und dann kommt man ins Spiel rein, fertig. Und meine Freundesliste ist mittlerweile so überfüllt. Ich habe jetzt noch exakt einen Platz frei und habe noch fast 50 Anfragen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll. Ich bitte euch alle, in die Steam-Gruppe zu gehen. Die Steam-Gruppe ist meine erweiterte Freundesliste. Die ist wenigstens grenzenlos. Da können so viele Leute rein, wie sie wollen. Und darüber können wir auch super kommunizieren und auch viele Community-betreffliche Dinge regeln. Also vielen Dank und Entschuldigung einfach, dass es so unübersichtlich wird. Die Skins sind übrigens alle raus gestern. Die Spenden sind alle nachgetragen. Die Skins wurden alle nachgetragen. Und natürlich trage ich, das ging auch im Stream etwas unter, wenn mir jemand ein Knife schenkt, das Knife auf jeden Fall, also zu 100%, wird dieser Mensch dann in die Hall of Fame eingetragen mit dem Wert des Knives. Und natürlich wird dieser Mensch auch die Bubble Dollar für das Knife bekommen. Also für sich dachte ich, wir können das so machen, dass Skins, die über 5 Euro wert sind, eben verbubbledollert werden. Ich hätte am liebsten gesagt über 50. Nicht, weil ich irgendwie Geld geil hin und her, ich schenke die Skins ja eh weiter. Sondern einfach nur aufgrund des Aufwandes. Weil dann alle kommen und sagen, ich habe hier noch einen 5-Euro-Skin, ich habe hier einen 6-Euro-Skin, ich habe hier einen 10-Euro-Skin. Und dann hocke ich nach dem Stream da Stunden und muss überprüfen, was ist der Skin wert. Wer hat den gespendet, muss in meinen Bot gehen und zwischen 2000 Accounts denjenigen suchen und ihm die Bubble-Dollar gutschreiben, die ich davor noch ausrechnen muss. Also es ist halt echt ein Krampf. Ich sag mal so, ich versuche so viel wie möglich zu vergüten. Es ist völlig klar, dass Skins, die, ich sag jetzt einfach mal, über 30 Euro einzelnen wert sind, dass die zu 100% auf jeden Fall übertragen werden. Aber alles darunter ist halt echt ein ganz schönes Gekrepel. Es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Es ist wirklich extrem viel Arbeit. Und leider gibt es keinen Bot, der das automatisch macht, weil da müsste so viel verbunden sein, dass der Bot den Wert erkennt. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Ich werde dennoch nach wie vor mein Bestes geben und alles, YouTube, die Streams und Lirum Larum, unsere persönlichen Kontakte, so perfekt wie möglich zu halten. Schnippel die Schnapp, zippel ab, ne? Jetzt habe ich wieder gelabert ohne Ende. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.